Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Risen 3 Titan Lords. Mal gucken. Inventar. Das ist doch. Was machst du denn da, Thomas? Bist du doof? Rechte Hand. Die Kampfbüchse. Warum ist das denn bei Plunder? Quatsch. Ich habe mal ein bisschen Kugeln eingekauft. Ich habe im letzten Video... Habe ich wohl vergessen, man muss immer, wenn man Sachen einkauft, dann muss man immer noch Quadrat drücken nach dem Kauf, um quasi den Kauf zu bestätigen. Und das hatte ich wohl vergessen. Dann will ich hier die Knarre rausholen, die Tiere abknallen hier, die Viecher. Und dann tut sich da nichts, weil ich gar keine... Nach drei Schuss hat er keine Munition mehr. Von Kugeln hat er gar keine Munition mehr. Von Anfang an nicht. Ich wundere mich hier. Ich habe hier doch Kugeln angekauft. Hier habe ich wirklich ganz wenig gemacht auf dieser Insel. Da war ich zwar mal... Das ist das von der Inquisition, diese Insel. Aber wirklich gemacht habe ich hier nicht viel. Jetzt habe ich einfach so viel eingekauft, wie ich wollte. Ich glaube, das ist auch hier der leichte Schwierigkeitsgrad. Das könnte sein, dass man in dem so viel tragen kann, wie man will. Ich finde das auch besser. Ich bin da... Was war das für ein Tod? Achso, das Vieh. Ich mag das nicht, wenn ich... Das reicht mir schon bei Skyrim. Du trägst zu viel und kannst nicht laufen. Und dann läuft er auch wirklich nicht mehr. Dann kriegt er wenig wie eine Schnecke. Ebenso beliebt bei Fallout, das gleiche. Du trägst zu viel und kannst nicht laufen. Du trägst zu viel und läufst wie eine Schnecke. Und du kriechst wie eine Schnecke. Ach, ich wollte doch eigentlich zu diesen Teilen da oben hin. Bis er dann gesagt hat, er würde sich daran erinnern. Welche Viecher? Ja, das ist doch viel besser. Also warum kann ich dieses Vieh eigentlich nicht den Lux eigentlich nicht looten? Weiß ja nicht was? Nee. Ich eile. Kann ich aber alle nicht looten, diese Tiere. So Jaguar und Panther, sowas kann ich nicht looten. Komischerweise. Was ist das aber ein nüchtern Tier, wenn hier nichts ist? Hier scheint aber wirklich nichts zu sein. Ich hatte gedacht, wenn die zwei Panther sind, dann ist hier irgendwas. Boah. Irgendwas jedenfalls, was man looten könnte. Nun denn. Karte. Ja, es ist hier gerade hoch. Der eigentliche Plan war es nämlich von mir, hier hochzugehen. Und dann kam er aber an der Wegkreuzung, kam auf die Idee, ah, kommt mir also bekannt vor, hier Lipo. Ich muss mal gucken, wo mein Haus hier doch steht. Dann sind wir hingekommen, da war nur noch der Grundriss. Da habe ich was von einem Feuergrill hier. Jo, Alter, mach mal Lipo. Oh, die sehen aber lecker aus, die Hühnerbohlen. Die kriegst aber nichts von ab, verdammt. Mal ein bisschen Runensteine klauen hier, da merkt eh nichts. Oder interessiert's nicht. Oh, der Runenstein, ja, ich bin aber ein super Magier. Winter. Es fühlt sich an wie der sterbende Sonnenuntergang vor der ewigen Nacht. Was ist los mit dir? Es ist nur... Ich habe sie alle sterben lassen. Alle meine Kameraden, meine Freunde. Ich habe sie im Stich gelassen.
Ich bin so ein Feigling. Ich sehe gar keine Leichen. Sie sind im Irrgarten. Dort bin ich geflohen, ohne mich nochmal umzusehen. Ich bin ein schlechter Dämonenjäger. Meine ganze Familie hat versagt. Reiß dich zusammen. Man darf nie aufhören, für das zu kämpfen, an das man glaubt. Das sagst du so leicht, aber das ist es nicht. Dich hätten sie auch erwischt, wenn du nicht gerannt wärst. Jetzt hast du die Chance, sie alle zu rächen. Du ahnst nicht, welche Schrecken in diesem Irrgarten lauern. Ich hab da so eine Ahnung. Was ist mit deiner Familie? Wir waren ein altes Dämonenjägergeschlecht auf Kalador. Aber wir waren eine Sippschaft voller Feiglinge. Immer wenn es brenzlig wurde, haben wir uns aus dem Staub gemacht. Und du wolltest nicht so werden? Natürlich nicht. Ich wollte schon ein mutiger, stolzer Krieger sein, seit ich ein Kind bin. Und jetzt schau dir an, wo ich gelandet bin. Die Macht der Gene. Wie wär's, wenn wir gemeinsam da reingehen? Ich weiß nicht. Komm schon. Du schaffst das. Was hast du denn dem Höllenboot entgegenzusetzen? Vertrau mir. Ich hatte schon einige Begegnungen mit den Schatten. Also gut. Dann sag, wann es losgeht. Oh ja, ich bin bereit, dass es geht. Lass uns jetzt schon? Gut, dann ist es jetzt also Zeit, meine Familie von ihrer Schmach einzuwaschen. Ja, klar. Dann legen wir uns mal los. Wo ist denn dieses Labyrinth? Ist das hier irgendwo? Das erinnert mich, da muss ich eine Zeit lang zum Zahnarzt, da wurden mir so viele Zähne gezogen. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Ich sollte die Waffe erst gar nicht weglegen. Warte, ich muss ja erst eine Blume looten. Jetzt leg die Waffe weg. Also das ist auch lästig, obwohl die wissen ja nicht, was soll denn jetzt welcher Knopf dann sein. Oh, ich muss nochmal eine Blume looten hier. Ich muss Blümchen pflücken. Das ist wichtiger als eine scheiß Dämonen. Da ist noch Blümchen. Alter, warte. War da nicht gerade jemand? Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Wo bleibst du? Hier bin ich. Jetzt stehen wir vor dem Eingang. Wollen wir weiter? Ja, natürlich. Natürlich. Alles klar. Sei vorsichtig. Ziehst du mal deine Waffe? Zieh deine Waffe, Mann! Mann, das ist doch lästig. Wie viel Energie habe ich denn noch? Ich kann es einfach nicht fassen, dass Kalador fast nur noch aus Ruinen besteht. Wo ist die Groß... Geht doch. Aber wenn er einmal abgewürgt ist, ist er beleidigt. Der Lippo hört mir nicht zu. Dieses Arschloch, das kann doch nicht sein. Ich wollte mal Wichtiges erzählen. Ich muss die Pflanze looten, Alter. Zieh deine Waffe. Den Biest hast du es gezeigt. Das Vieh hol ich mir. Dämonenvieh! Was ist passiert? Was soll das irgendwo anders? Ja,
so ist es richtig. Hallo? Würden Sie sich bitte nicht so schnell bewegen? Ich will Sie auch erschießen können. Was war denn da? Was war da doch noch? Doch nicht. Ach, die Gule kommen aus dieser Kanalisation hier raus. Der Bann aus wie ein modernes Haus. Finde ich nicht. Zeig's dem Dämonenvieh. Ach, da ist einer dazugekommen. Wir sind jetzt zu dritt. Was ist das denn für einer? Ein Mensch? Hier? Interessant. Ach, warte, ich brauche mal meinen Zettel zum Aufschreiben. Lippo, schreib die Sachen doch auf. Du hast kein Gedächtnis. Nicht mehr das Gedächtnis aller von dieser Zettel. Zeig es dem Dämonenvieh. Das ist doch. So kann man das doch nennen. Ich weggehe. So. So. Weiter geht's. Das hätte ich auch gleich den aufschreiben können. Das ist interessant. Einen Menschen hier zu treffen, natürlich. Mit Menschen in diesem schattenverseuchten Gebiet hätte ich am wenigsten gerechnet. An deiner Stelle wäre ich hier sehr vorsichtig. Aber du wirst schon wissen, was du machst. Was machst du hier? Ich habe einen Ort gesucht, der stark mit der Macht der Schatten verbunden ist. Dieser Ort sieht vielleicht nicht nach etwas Besonderem aus, aber hier ist der Schleier zwischen unseren Welten sehr dünn. Genau richtig für mein Experiment. Was für ein Experiment? Wir Magier machen uns schon seit längerem Gedanken über die Schatten. Ihre Angriffe wirken zu strukturiert, zu geplant, um von einer niederen Intelligenz geführt zu werden, wie die meisten Schatten es sind. Es ist klar, dass sie eine Hierarchie besitzen. Ich arbeite an einer Beschwörung, die zu den Anführern durchdringen soll. Wie meinst du das? Es ist möglich, Schatten aus dem Schattenreich in unsere Welt hineinzuzwingen. Nur hier können wir sie besiegen. Aber wir kommen nicht an ihre Anführer heran. Mit meiner Beschwörung könnte es klappen, sogar an sie heranzukommen. Lass uns mit der Beschwörung beginnen. Du willst mir helfen? Das ist sehr gut. Ich habe leider keine Ahnung, wie viele Diener ein Anführer der Schatten unter sich hat. Wenn ich die Beschwörung einmal gestartet habe, gibt es kein Zurück. Der Zauber wird so lange wirken, bis die gesamte hierarchische Linie ausgerottet wurde. Bist du sicher, dass wir jetzt starten sollen? Lass uns beginnen. Alles klar. Mach dich bereit. Rasla Vertigo, Hierarchia Barla. Ich kann doch nicht mal pausieren oder anything. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Schieß mal deine Waffe, Mann! Hallo! Was ist denn jetzt los hier? Nein, das bringt jetzt auch nicht zu speichern. Das kann doch nicht wahr sein. Da glitscht er sich in die Wand rein. Gott, erst muss man auf Toilette rennen, kann nicht, weil das Video noch läuft. Ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.